Sein Urgroßvater, das ist das neue Thema. Sein Großvater, sein Vater. Sie alle waren schon bei der Bahn. Und so ist auch Peter Hohmann dieser beruflichen Schiene gefolgt. Aber was seine Vorfahren alle nicht geschafft haben, das ist diese eine Auszeichnung. Eisenbahner mit Herz ist er geworden. Dazu auch noch zum Social Media Hero gewählt worden. Ich verrate Ihnen, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass der 47-jährige Zugbegleiter aus Fulda ziemlich viel richtig macht in seinem Regio durch Hessen. Auf der Regionalstrecke zwischen Fulda und Frankfurt ist er bekannt wie ein bunter Hund. Fast jeder, der hier regelmäßig mit dem Zug unterwegs ist, kennt den hilfsbereiten, freundlichen Mann von der Deutschen Bahn. Und umgekehrt kennt auch Peter Hohmann viele seiner Fahrgäste persönlich. Seit 27 Jahren schon ist er Zugbegleiter, und zwar ein ganz Ja, besonderer. danke schön. Wie geht's denn? Alles okay? Schon Feierabend? Ist aber auch ganz schön sommerlich heute, oder? Bisschen frisch heute. Das ist für mich nicht nur ein Schaffner, sondern auch ein guter Freund. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den im Zug sehe und weiß, okay, jetzt ist nichts mehr zum Einschlafen. Er macht immer gute Stimmung. Man hat ihn noch nie mit schlechter Laune gesehen, egal wie viel Verspätung, wie die Fahrgäste nörgeln, der ist immer cool drauf. Ich habe ihn noch nie böse gesehen oder so. Ja? Hatte ich auch keinen Grund dazu, ne? Nee, bis jetzt noch nicht, nee. Schlechte Laune kenne ich von mir aus eigentlich überhaupt nicht. Aber das liegt auch bei uns eigentlich so und von der Familie schon drin. Und sag mal, du musst halt aus jeder Situation, es gibt ja auch Tage, wo es auch mal schlecht ist oder es stimmt hier was nicht. Aber du musst mal das Beste draus machen. Und immer mit Humor an die Sachen rangehen. Und gut, dann ist das auch alles halb so wild. Für seine Fahrgäste hat er immer Zeit und einen netten Spruch parat. Hilft geduldig, wenn der Anschlusszug verpasst wurde oder ein Koffer mal zu schwer ist. Oh, da hast du eine große Weltreise. Peter Hohmann arbeitet im Wechseldienst, mal früh, mal spät, mal mitten am Tag. Das ist anstrengend und manchmal auch nervenaufreibend, denn nicht immer sind die Kunden zufrieden. Da ist schon mal einer sauer wegen eines verpassten Zugs. Und wenn wir auch mal Verspätung haben oder die Leute sagen, ach, eigentlich wollte ich mit dem und dem fahren, ja, dann hätten wir uns ja nicht gesehen. Da freuen die sich, sind schon wieder glücklich. Natürlich gibt es auch kritische Situationen mit Betrunkenen, Randalierern oder aggressiven Fußballfans. Da heißt es, Nerven behalten und die Wogen glätten. Da muss ich halt mal ein bisschen behutsamer an die Sache rangehen, ne? Und zur Not ist es ja bei mir so, ich kenne viele Leute und wenn ich mal ein Problem habe, dann stehen auch mal 4 oder 5 Leute auf, die mir dann helfen. Und dann ist das auch erledigt. Wo Peter Hohmann auch geht oder steht, sofort ist er von Bahnkunden umringt. Und da geht es nicht nur um Fahrpläne oder Anschlusszüge. Er hat mir auch letztens Tomaten mitgebracht. Da musste ich genau den Zug abpassen, weil er erzählt hat, dass er im Garten Tomaten anpflanzt. Und hat mir die Tomaten im Zug mitgebracht. Fand ich ganz toll. Für seinen sehr persönlichen Einsatz haben Fahrgäste den Zugbegleiter nun schon zum zweiten Mal in den sozialen Medien zum Social Media Hero gewählt. Außerdem wurde er auf einer Gala als hessischer Eisenbahner mit Herz geehrt. Ausgeschrieben hat den Wettbewerb das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene, um einmal diejenigen zu würdigen, die sich im Bahnalltag für Reisende einsetzen, aber viel zu selten Anerkennung dafür erhalten. Die Bahnkunden konnten ihren Favoriten nominieren und die Wahl in zahllosen Kommentaren begründen. Das ist schon eine hohe Anerkennung und dann merkt man auch, dass man eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht hat jetzt im Laufe der Jahre. Und die Leute erkennen einem auch immer wieder, auch nicht nur jetzt im Zug oder mit Uniform, sondern auch mal auf der Straße wird man angesprochen so. Und das sind eigentlich immer ganz nette Gespräche. Schülern hilft er schon mal bei den Hausaufgaben. Und einen Fahrgast, der seine Haltestelle verschlafen hatte, hat er mit dem eigenen Auto heimgefahren. Für Frauen eigentlich ein echter Traummann. Heiratsanträge hätte ich hier eigentlich, habe ich schon jede Menge gehabt hier drin. Aber ich bin momentan noch mit der Bahn verheiratet. Ursprünglich hatte Peter Hohmann Gärtner werden wollen. Aber am Ende hat sich doch die Familientradition durchgesetzt. Denn das Eisenbahnerleben wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt. Bei uns ist eine Eisenbahnerfamilie und die waren alle bei der Bahn. Von Uropa, Opa, Vater, Bruder. Und die haben gesagt, ach, was willst du bei denen, Gärtner? Im Winter ist da nichts. Die Leidenschaft fürs Gärtnern ist trotzdem geblieben. Für den Eisenbahner mit den unregelmäßigen Arbeitszeiten der ideale Stressabbau.
die Gärtnerei ist ein guter Ausgleich im Gegensatz, wenn man den ganzen Tag mit Leuten zu tun hat und von der Eisenbahn. Und das ist ein perfektes Hobby, wo man richtig perfekt abschalten kann. Gepachtet hat Peter Hohmann das knapp 800 Quadratmeter große Gartengrundstück von der Bahn, wie schon Großvater und Vater vor ihm. Hier zieht er liebevoll Obst und Gemüse. Hier trifft er nach Feierabend Freunde und Kollegen. Freundschaft ist ja das A und O. Ich habe lieber mit richtigen Menschen zu tun und schwätze, wie es ist im Leben. Ansonsten mit irgendwelchen Computer und Kram, das ist überhaupt nichts für mich. Zeit, um sich zu erholen, von der Arbeit zu erzählen, Privates zu besprechen. Klingt nach einem wirksamen Rezept für gute Laune und Geselligkeit und ist der perfekte Tagesausklang für den hessischen Eisenbahner mit Herz. Das stimmt. Und das perfekte Auftanken für die nächste Schicht auf den Schienen gleich mit dazu, denke ich mal. Meine nächste Schicht hier im Studio, die startet morgen Mittag, Punkt 10 nach 12 und dann sehr gerne wieder mit Ihnen. Bis dahin. Schönen Tag noch. Ciao.